wenn das neue Jagd- und Schutzgesetz wirklich so umgesetzt wird, dann wird der Luchs nicht mehr eine ganz streng geschützte Tierart sein, sondern man wird immer wieder Luchse töten. Wenn wir in der Schweiz keine Luchse mehr hätten, zum Beispiel hier im Jura oder in den nordwestlichen Alpen, dann hätte das einen negativen Effekt auf das Waldökosystem. In den Gebieten, wo wir Luchse haben, ist es nachweislich so, dass sich der Wald besser natürlich verjüngen kann. Das heisst, wir haben mehr natürlichen Jungwuchs als in diesen Gebieten ohne Luchs. Und wenn der Luchs würde aussterben in der Schweiz, dann würde das den Wald gefährden. Die Gefahr, dass wir zu viele Luchse haben, die ist nicht gegeben. Der Luchs reguliert sich selber über seine Territorialität. Ein männlicher Luchs akzeptiert keine anderen Männchen in seinem Gebiet und ein weiblicher Luchs keine anderen Weibchen. Und die Revier, die werden nicht einfach kleiner und kleiner, je mehr Luchse das es gibt, sondern wenn wir mehr Luchse haben, wandern die ab. Und dann schliessen sich Gebiete, wo wir noch keine Luchse haben, sei das im Ausland oder sei das auch weitere Gebiete der Schweiz.